Das bin ich, Edeltraut. Heute will ich euch meine Geschichte erzählen. Da wohne ich, auf dem Bauernhof der Familie Knoll. Das ist Mama Helga. Sie strickt den ganzen Tag aus meiner Wolle. Und das ist Papa Hermann. Oh, er hat einen grummelnden Bauch. Jeden Morgen läuft Papa Hermann schnell zu dem Haus mit dem Herz. Ja, und dann gab es noch einen. Theodor, den Sohn. Der hatte den ganzen Tag immer nur Streiche im Kopf. Das fand Papa Hermann gar nicht gut. Theodor war ein richtiger Lausejunge. Und als Mama Helga wie jeden Freitag die Wäsche aufhängte, da hat er sie erschreckt. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Ja, er ärgerte jeden auf dem Bauernhof. Auch mich. Eines Tages steckte er mir einfach Federn auf den Kopf und alle Hühner haben mich ausgelacht. Als Papa Hermann einmal die Zeitung holte, las er, dass sich ein gemeiner Räuber in der Gegend rumtrieb. Und da wurde er ganz traurig, weil er dachte, dass aus Theodor auch so ein Taugenichts werden könnte. Theodor, bleib stehen! Und eines Nachts, als wir alle schliefen, passierte es. Der Räuber kam zu uns auf den Hof. Und dann hat er die ganzen Vorräte geklaut. Aber dann passierte das Schlimmste. Er nahm mich mit in den dunklen Wald. Der Räuber wühlte in seinen Vorräten, aber er hatte wohl keine Lust auf Gemüse. Und dann schaute er mich so komisch an. Er wollte wohl mich zum Abendessen. Und plötzlich tauchte Theodor auf. Er wollte mir helfen und hatte alle seine Sachen dabei. Hallo! Hallo! Der Räuber hatte keine Ahnung, mit wem er sich da eingelassen hatte. Er bekam immer mehr Angst. Ah!
Ja, Theodor hatte den gemeinen Räuber verjagt. Ich war gerettet. Doch plötzlich stand der Räuber wieder da. Und dann bin ich wütend geworden. Der Räuber versprach uns, ein guter Mensch zu werden. Und Theodor war ganz schön stolz auf mich. Und wir wurden die besten Freunde. Und als wir nach Hause kamen, freuten sich alle. Und wir wurden eine richtige Familie. Von da an machte Theodor keine Streiche mehr. Jedenfalls nicht mehr ohne mich.